Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, ja, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Proton-Bus-Simulator. Schön, dass du wieder da bist. Ja, nach den letzten drei Folgen, die wir jetzt hier mal so abgedreht haben, wollen wir natürlich mal gucken, was es hier sonst noch so gibt hier im Proton-Bus-Simulator für die PC-Version. Und wir haben hier heute einen MAN, ja, Gelenkbus von Lion City. Ihr seht's ganz, hier ist es, es sieht unglaublich hübsch aus, dieses Modell. Ihr habt mittlerweile auch schon ein bisschen was in die Kommentare gepostet. Ja, also vielen Dank an der Stelle dafür. Also es ist wirklich das Modell von Altair gewesen. Ja, hat man natürlich gesehen. Irgendwie wirkte das halt dementsprechend halt alles doch ziemlich dem sehr ähnlich. Ja, heute, wie gesagt, heute mal mit dem MAN A21. Gibt natürlich ein paar Busse noch, die wir hier uns dementsprechend angucken können. Aber wir sind heute mal auf einer anderen Karte unterwegs, mal nicht Fiktivdorf. Ja, mal gucken, was die Linie hier so bietet. Allerdings hat sie richtig viele Linien und das geht von 10 Minuten bis anderthalb Stunden oder sowas. Mal gucken, ob uns die Karte hier überzeugen kann. Das wäre natürlich richtig genial, wenn es dann hier eigentlich mal eine richtige Karte geben würde, dass man hier mit dementsprechend halt auch anständig vielleicht mal was machen könnte hier. Aber lassen wir uns am besten mal überraschen. Und von daher würde ich sagen, wir springen mal rein hier. Ihr habt mir auch einen Tipp gegeben, man kann das Ganze natürlich auch mit dem mit der Maus steuern. Ne? So sehen wir das Ganze, so würde sich das Ganze fahren. Ist allerdings sehr gewohnt, wer damit natürlich schon Erfahrung hat aus Omsi oder sonstiges, ne? Für den wird das absolut leicht. Ja, für meine Wenigkeit, der sonst immer die ganze Zeit mit dem Lenkrad spielt oder sowas. Und da das Ganze mit der Unity Engine gemacht ist, ja, ist natürlich das Optionsmenü sehr, sehr komisch. Ich sage, er soll eine Taste benutzen, nimmt aber eine andere Taste. Warum auch immer, so sei es. Also mein Lenkrad dementsprechend funktioniert halt nicht. Und wir müssen uns hier erstmal soweit noch mit, ja, entweder Tastatur oder Maus hier durchschlagen. Wir probieren es heute mal mit der Maus, würde ich sagen. Und von daher, ja, schaut es euch an. Ui. So, alles einsteigen bitte. Alles einsteigen. Ja, kommen Sie rein. Wir haben heute mal schönes Wetter. Ja. Nachdem wir letzte Mal ja doch ein bisschen nicht so ein schönes Wetter hatten. Oh, ihr seht's, ja. Also ich glaube, nee, also ich glaube, ich bleibe lieber bei Tastatur und Maus, ganz ehrlich. Das ist mir irgendwie ein bisschen angenehmer. Geht gar nicht, ja, mit. Tut mir natürlich leid, ne? Ich kann mir vielleicht noch ein bisschen was einstellen. Boah, rumsch, rübergeschottert. Wirkt hier so ein bisschen sehr amerikanisch hier tatsächlich. Also da drüber, sehr schön. Na dann, Full Speed. Ja, so von der Optik her muss man ja ganz ehrlich sagen, habt ihr ja natürlich auch in die Kommentare gepostet, ne? Von der Optik her macht das schon einiges her. Aber ob das wirklich die große Konkurrenz ist gegenüber Omsi, na, das glaube ich eher nicht. Das wird es wahrscheinlich auch nicht werden groß. Schade, ja, denn das Spiel hat echt Potenzial. Ist hier eine Haltestelle? Ja, ohne Haltestellenschild. Das macht natürlich Sinn. Das ist nicht so schön. Ja, wie gesagt, muss man mal gucken, ja, wo die Reise mit dem Proton-Bus-Simulator hingeht. Ihr habt natürlich aber auch geschrieben, dass halt schon der ein oder andere das ganze Projekt schon eine Weile supportet. Finde ich eine relativ coole Sache. Ich traue mich da nicht ran. Wie gesagt, ich würde es gerne unterstützen, aber ich mache meistens sowas immer per PayPal. PayPal wird zwar auf der Webseite angeboten, aber ich finde nirgendwo den Link dazu. Und ja, dementsprechend wirkt es dann halt für mich dann doch wieder eher unseriös. Also ich hoffe, dass da vielleicht mal so ein Link noch kommt oder so. Dann würde ich das Projekt gerne unterstützen. Weil ich finde halt die Methode, das Ganze so über Handy zu machen, ein bisschen, ja, nicht so grandios.
Und von daher, vielleicht sieht der Entwickler eines Tages dieses Video hier oder vielleicht die vorigen Videos. Ja, ich habe das ja schon in den vorigen Videos ja erwähnt, dass mich das halt so ein bisschen verwundert hat tatsächlich, dass man hier keinen Link findet, ja, dass man das da irgendwo kaufen kann. Oder dem Entwickler halt dementsprechend also irgendwie so ein bisschen unterstützen kann halt. Ja, vielleicht kommt da ja irgendwann mal ein Link oder sowas auf der Website. Schauen wir mal. Aber ich bin halt der Meinung, die große Revolution wird es jetzt halt nicht, ne? Aber man sieht halt, es ist schön modbar. Ne? Also die Mod-Community ist hier sehr freudig. Ein Altair hat hier sein Modell praktisch gegeben. Das soll schon ein bisschen was heißen. Ah, guck mal, hier ist ein Haltestellenschild. Oh, Valerio. So, alles einsteigen. Da haben wir es abrupt jetzt abgebremst. Ja. Wo ist das? So, weiter geht's. Ja, wie gesagt, also hier sieht man halt, das ist klar amerikanisches Setting. Das war das Tastatur. Der reagiert nicht so schnell, wie es gern hätte. Aber wie gesagt, das mit Maus geht gar nicht, ja. Wenn man mit Maus Gas geben könnte, also mit der Maustaste dann Gas geben könnte oder so. Motorist, du bist ein Kio. Dann wäre das vielleicht noch okay. Aber so mit diesen. Kann ich nicht. Es tut mir leid. So. Ja, dadurch ist es halt nur, ne, Amerika, klar, alles viereckig gebaut halt, wenig Abwechslung, ah, hier schwebt das Haus ein bisschen in der Luft. E aí, Motor? Schon mal ein bisschen im Haus rein hier. Aber hier muss man wiederum sagen, den Status zu und dann läuft das Ding. Weißt du, das läuft. Stürzt nicht ab oder die KI spinnt rum oder sowas. Ne? Aber es ist halt alles noch nicht final hier. Oh, wir haben uns verfahren. Gott sei Dank. Was passiert, wenn wir jetzt hier... Können wir hier langfahren? Ja. Also ist nicht geplant. Ich will nur drehen. Bitte jetzt wieder zurück. Eieieiei. So, dann gibt es hier noch kein Schadensmodell oder sowas. Hab da nicht gesehen. E aí, motor, beleza?
Ja, aber ich glaube, da können wir hier ruhig die Karten jetzt hier nehmen, hier, wenn wir uns mal die weiteren Busse angucken wollen. Ich glaube, das ist ein bisschen abwechslungsreich, wenn wir nicht immer nur Fiktivdorf sehen. Da ist ja nun nicht wirklich viel zu sehen. Oh, que isso, cara? Tá maluco? Ich finde auch schade, dass hier so die Armaturen nicht so hundertprozentig funktionieren. Ne? Wir haben zum Beispiel die Türen offen, das wird mir jetzt im Display gar nicht angezeigt. Aber naja, wie gesagt, alles Beta, das kann sich natürlich alles noch ändern. Keine Frage. Ich denke mal, der Entwickler, der wird da auch dran sein und wird das Ganze dementsprechend dann halt auch fertig entwickeln. Aber mal gucken, wie lange das Ganze noch dauert. Aber man merkt halt, finde ich persönlich, dass es ein Mobile-Spiel ist, oder? Spinnig. E aí, motorista suave? Map. So. Ô, oh, tá maluco? Meine Meinung ist, dass hier keiner aussteigt, so, ne? Das sieht irgendwie nicht so aus, als ob hier irgendwer aussteigt. Oh, nett erwartet. Diese Poller sind ein bisschen sehr hoch geraten. Achso, wollte ich sagen. Haben wir da angefangen, oder? Ja, hier haben wir angefangen. Und hier endet auch unsere Fahrt. Also da war ein kleiner Rundkurs, den wir jetzt hier praktisch gemacht haben. Ja, ja, also wenn man zu mir jetzt sagt, dass Proton-Bus-Simulator jetzt in ein paar Jahren jetzt eine richtige Simulation wird, dann kann ich es mir gut vorstellen. Jetzt aktuell fühlt sich das ja eher an wie eine Demo. Ja? Ich meine, klar, da fehlt noch so einiges wie ein richtiger Fahrplan halt. Und irgendwie, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, ob man hier eine deutsche Lokalisierung irgendwie reinbekommt oder zumindest eine englische Lokalisierung. Ja, dass man hier vielleicht in, zumindest hier Englisch gesprochen wird eventuell. Und vielleicht dann halt auch eine etwas größere deutsche Karte. So im Fiktivdorf schön und gut, ja, aber irgendwie, weiß ich, übermittelt das Ganze halt nicht. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ich habe jetzt auch nichts gefunden, wie man jetzt zum Beispiel eigene Karten erstellen kann oder so. Ja, also da ist mir jetzt auch noch nichts bekannt. Ich weiß nicht. Also an sich, wie gesagt, der Ansatz ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, also die Grafik, die ist bombastisch. Ja, für eine Bussimulation. Viele haben das Ganze ein bisschen verglichen mit dem Bussimulator von Still Alive. Ja. Das kommt schon so eher hin, würde ich schon sagen. Allerdings finde ich hier irgendwie sehen die Busmodelle nicht so plastisch aus wie beim vom Bussimulator. Ne? Also hier wirkt das Ganze schon, ne, als ob hier ein richtiger Bus praktisch so ein bisschen abgefilmt wurde. Aber im Großen und Ganzen erinnert mich das halt wirklich unglaublich ungemein an V-Bus-Simulator, den ersten Bus-Simulator, den ich ja ever gespielt habe, ja, vor 25 Jahren oder sowas. Ja, naja, nicht 25, aber 20 Jahre waren es bestimmt schon. Ja, das
so fühlt sich das halt an. Bloß halt moderner. Und aufgepäppelt. Aber ob das die große Revolution wird, weiß ich nicht. Also, da bin ich eher skeptisch. Ist schön, mal reinzugucken, mir das Ganze mal dementsprechend mal auch ein bisschen anzuschauen, ne? Ja, ne, also kannst du mir sagen, was du willst. Das ist schon hübsch, ja? Wenn du mit dem Scheinwerferlicht oder sowas, ne? Wie das Ganze so blendet. Das ist schon echt schick, aber so das Große, weiß ich nicht. Wir werden uns mal noch weitere Busse angucken, würde ich sagen. In der nächsten Folge hier vom Proton Bus Simulator und werden wir mal gucken. Die Links, weil auch immer oft in die Fragen kommen, ob man die Busse denn auch auf dem Handy spielen kann. Es sollte eigentlich funktionieren. Es stand jetzt nicht explizit da, dass der Bus jetzt nur für den PC verwendet werden kann. Also von daher gehe ich davon auch aus, dass ihr diese dann halt auch auf dem Tablet oder Smartphone, wo ihr den Proton Bus Simulator für Android oder iOS spielt, auch dort benutzen könnt. Müsst ihr mal gucken. Wird natürlich dementsprechend halt auch geil aussehen, wenn du da so einen kleinen Handheld hast, sage ich jetzt. Was ich mir noch gut vorstellen könnte, ist, wenn der für die Switch kommt. Ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn es für Unity funktioniert, warum denn nicht? Ja, müssen wir mal gucken. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wo die Reise hingeht hier mit dem Proton Bus Simulator. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr noch einen anderen Bus sehen wollt hier vom Proton Bus Simulator. Ich würde mich freuen. Verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.